Meine Damen und Herren, das ist Klang-LP und das ist Silvester 2011, 2012. Es geht langsam auf die 0 Uhr zu und ich habe leider nichts Besseres zu tun, als Zelda A Link to the Past aufzunehmen. Mit Skype im Hintergrund, da hören mir Menschen zu. Ich bin geschockt. Aber naja, wir spielen heute Zelda A Link to the Past. Wir werden dann auch bald, oder beziehungsweise wir werden das Spiel durchzocken. Ich weiß nicht genau, wie viele Parts ich benötigen werde, aber ja, ich entsperre hier einfach mal das Spiel und dann werden wir uns den Dreck mal angucken. 1991 bis 1992, Nintendo, da hat das Copyright natürlich auch seine Rechte hier. Es taucht auf, das Triforce. Zelda, The Legend of Zelda, A Link to the Past. Das Master Sword kommt auch runtergefallen. Hallo, und jetzt gucken wir uns die lustige Story an, die uns wirklich eigentlich einen Scheißdreck interessiert. Okay. Long ago, in a beautiful kingdom of Hyrule, surrounded by mountains and forests. Ja, okay, halt, Beschreibung des Kingdoms. Legenden erzählen von einer omnipotenten und allwissenden Macht. Goldenen Macht, Entschuldigung. Die irgendwo auf einer Insel, auf einer versteckten Insel gelebt hat und so. Viele Menschen haben halt einfach versucht, die einfach zu bekommen. Und haben versucht, da in diese goldene Insel, in diese seltsame Insel reinzubekommen. Reinzubekommen natürlich. Aber niemand kam zurück. Und eines Tages war da einfach bloß noch so eine böse Macht. Und der König hat 7 weise Männer dazu beauftragt, einfach mal das Ganze zu versperren. Quasi das Fahrradschloss wurde rausgeholt und ja, da das allerdings nur einen 7-stelligen Code hatte, man könnte sagen, also der Code war letztendlich einfach die Nachkommen von diesen 7 weisen Männern. Und bla bla bla, bla bla bla, became legend. Ja, okay, interessiert uns wirklich eigentlich nicht. Und hier ist das Castle, da hat sich Nintendo bemüht, irgendwie 3D-Effekte zu machen, hätten sie einfach irgendwie anders animieren sollen. So sieht's nämlich irgendwie bescheuert aus. A mysterious wizard known as Aghanim came to Hyrule to release the seal. He eliminated the good king of Hyrule. Yeah. Okay, klingt gut. Und da hockt Zelda in einem Kerker, nehme ich mal an. Und das ist also dieser böse Zauberer. Sieht sehr furchteinflößend aus, muss ich echt sagen. Aber klar, letztendlich geht's dann einfach gegen Ganon. Wie immer halt. Ah, bla bla bla. Die Nachkommen werden gevanished. Hier zum Beispiel eine der Nachkommenen, also einer dieser 7 Mädchen. Und BAM! Superpower! Und er versucht, At the time of destiny for Princess Zelda is drawing near. Ja, okay. Also, Storylines halt. Haben noch nie jemanden interessiert, ernsthaft. Oh, oh! Title Select, nicht Select Screen, hier. Okay, jetzt müssen wir uns benennen. Wie heißen wir denn? Wir heißen natürlich Blarg. Ah, verdammt. Wo bist du? Blarg. Also man muss sehr vorsichtig sein hier mit der Auswahl. Das funktioniert alles nicht so super. Das ist mein erstes Spiel, das ich wirklich so mit dem Controller spiele. Mhm. Blarg, ich habe 3 Herzen. Ich will eigentlich mehr haben, aber naja, man kann nicht alles haben. Oh, das funktioniert auch. Okay, los geht's! Help me! Please help me. Ja, das ist ja eher Zelda. Please help me! I'm a prisoner in the dungeon of the castle. My name's Zelda. The wizard, Aghanim, has done something to the other missing girls. Now only I remain. Aghanim has seized control of the castle and is now trying to open the 7 wise men's seal. Pong, 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 pong. I'm in the dungeon of the castle. Okay. Please help me. Nein, natürlich nicht. Yeah, please help me. Blarg, I'm going out for a while. I'll be back by morning. Don't leave the house. Okay. Also, wir sollen nicht das Haus verlassen. Niemand. Ja, ja. Wer hat uns denn was zu sagen? Schauen wir mal. Öffne die Kiste, Arschloch. Ba, 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 ba. You got the lamp. Now you can light torches and see your way through the darkness. Okay, sehr cool. Ich habe leider eine englische Version. Wahrscheinlich gibt es auch eine deutsche Version, aber ehrlich gesagt, who cares? Was?
Okay. Ich weiß ja lustigerweise, wo es lang geht, aber wir können ja trotzdem mal einfach provisorisch auf die... Oh, verdammt. Auf die Karte gucken. Aha, da sind wir also. Und hier müssen wir hin. Ah, Hyrule also. Okay, das liegt in den Wolken. Okay, großer Wald. Diese hässlichen, angeblichen 3D-Effekte, das ist einfach so ein Witz. Naja. Dann lass uns doch da mal hinlaufen. Nehmen wir den mal mit. Warum auch immer. Was steht hier? Oh, verdammt. Hallo. Lest das Schild, Arschloch. I will give 100 rupees to the man who finds the descendants of the white man, the king. Ja, wahrscheinlich ist es halt Aghanim, der sich da als King ausgibt. Was sagt er hier? Hey, hey, you're not allowed in the castle, son. Go home and get some sleep. Hallo. Es ist früh in der Früh. Und eigentlich darf ich ja raus, oder? Also ich meine, in die Schule muss ich ja eigentlich auch gehen. Ein bisschen Mathe pauken. Naja, einfach mal hier runterfallen und mal sehen, was sich da unter der... Oh, Wasser. Oh, Wasser. Ach. Oh, wer ist denn da? Da ist aber jemand nicht wirklich weitergekommen. Oh, Blark! I didn't want you to be involved in this, okay? Ich schreibe es um. I told you not to leave the house. Take my sword and listen. You can focus power on the blade. Hold the B button. Okay. Then release it. Using the secret technique handed down by our people. Du blödes Skype-Ding. Verfluche dich. Blark, you can do it. Save the princess. Okay. Los geht's. Ich kann natürlich... Hört mal jemand auf, hier in Skype rumzumachen. Wahnsinn, ey. Voll krass, ey. Bam. Super Pornschlag. Einfach nur... Nur Onitch. Ja. Den haben wir einfach auch mal getötet. Ba-ba-ba-ba. Cool. Was ist denn hier drin? Ist das etwa Mana? Komm. Das entflamen wir jetzt mal. Oho. Sexy. Ja. Dann gehen wir jetzt mal in den ersten Dungeon. nee. Scheinbar erstmal wieder raus. Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber naja. Bam. Oh, verdammt. Hat nicht funktioniert. Verdammt. Einfach mal so. Shit, ich habe da Leben verloren. Egal, wir gehen einfach mal zur Tür rein. Ich meine, wir wollen jetzt nicht so viel Zeit verschwenden, um die Architektur zu bestaunen. Jetzt schauen wir mal hier. Hallo, wie geht's euch denn? Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal dorthin, wo der Pfeil uns hinzeigt. Was wird da wohl sein? Oh, die Throne. Ja, da würde ich mich jetzt einfach gerne draufsetzen. Geht das? Nein. Ich bin da durch. Okay. Ja, das scheint hier einfach mal ein totes Ende zu sein. So nennt man sowas, ja. Totes Ende. Tödliches Ende. Naja. Ja, aber ich weiß natürlich, wo es lang geht, weil es der erste Dungeon in Link to the Past ist, also... Das wird jetzt nicht so die Hardcore-Herausforderung sein. Möchte ich nur mal sagen. Oh, Focus Power! Bam! I own your face, bitches. Ah, Gott. Yay, auch den habe ich getötet. Ah, da sind bloß Herzen drin, keiner braucht sie. Ah, was ist da? Ein Raum, der uns eigentlich nicht interessieren dürfte, weil wir sowieso wissen, wo es lang geht. Nein, interessiert uns kein Stück, denn wir bekommen dort nicht den Bumerang. So, lass uns da mal runtergehen und schauen, was sich dort hinten... Oh, was geht hier ab? Ich mag dich nicht. Super Focus Power. Oh, gepawnt. Was kriegen wir denn da? Eine Schriftrolle. You got the map. You can use it to see your current position in the rest of the dungeon. Press X. Blöd. Wow, crazy. Danke für den Schlüssel. Danke für das Öffnen der Tür. Lass mich rein. Yay. Okay, dann lass mal runterhüpfen hier. Und mal sehen, was sich hier noch anderes so verbirgt. Ich lass euch mal aus, ne, Jungs? Also, ich glaube, es ist jetzt nicht so wichtig, dass wir da jetzt ein großes Familientreffen draußen machen. Oh. Lauf, Link! Lauf! Okay. Schön. Okay, lad mal deine Superpower auf. Bam! Oh, nochmal. Bam! Oh, ich bin so geil. Mann, fühle ich mich gut.
Wir haben absolut null Schlüssel. Komm. Bemühen wir uns doch da auch mal, unseren Bumerang zu bekommen. Hallo? Und tschack. Und tschack. Mann, einfach. Okay. Ba-ba-ba-ba, you got the boomerang, give it a try. To select an item, press the start button. Okay, ich nehme mal an, ich habe hier den start button. Yeah. Schon selected und so. Okay, okay. Start. Aha, sexy. Ja, jetzt sind wir auch gleich bei Zelda, glaube ich, angelangt, soweit ich mich noch erinnern kann. Was ist denn hier? Ah, okay, es geht bloß nochmal runter, mal sehen. Ganz schön viel, also platzausnutzungstechnisch ist dieser Dungeon ziemlicher Bullshit. Ich meine, da ist so viel Platz zwischen den verschiedenen Räumen. Kein Sinn, ey, kein Sinn. So, du Gurke, nein, 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 oh, fuck, fuck you, fuck. Ah, fick dich. Bin ich zu beschissen? Hallo Berserker, ich mach dich kaputt. Bäm! Oh, das wird nur stundenlang dauern. Ja, versuch mich halt zu verletzen, du Arschkind. Wow, fast hätte es geschafft. Ja. Komm. Komm, jetzt mach ich mal einen Superschlag, wenn er gerade nicht hinguckt. Bäm! Lad auf! Bäm! Okay. Uah! Mann! Stirb! Nein! Boah! Nein, 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 nein! Das kann ja nicht sein! Boah! Wie viel Power kann ich denn da drin saven? Das kann ja nicht sein. Oh, das Blubla. Hä, wie lange? Es tut mir ja leid, aber. Tot? Einfach nur verbuggt. Ach, scheiße, jetzt habe ich doch Schaden genommen! Er ist gestorben! Der Superschlüssel! You got the big key. This is the master key of the dungeon. It can open many locks, but small keys cannot. Ja, ja, gut, dann können wir jetzt gehen. Weil, Link wollte bloß diesen Master Key haben, damit er ihn sich zu Hause gegen die Wand hängen kann. An die Wand hängen kann. Ja! Thank you, Black. I had a feeling you were getting close. Black, listen carefully. The wizard is magically controlling all the soldiers in the castle. I fear the worst for my father. The wizard is an inhuman fiend. His strong magical powers do you understand? Not at all! Lark, listen carefully. The wizard is magically controlling... Sie wiederholt einfach bloß nochmal alles. Ja, ich hab's natürlich verstanden. Alright, let's go to out of here. Before the wizard notices... I know a secret path, but first... We have to go to the first floor. Let's go. Das tun wir jetzt auch mal. Und was ich jetzt mal kurz nachgucken möchte... ist folgendes. Und zwar, wie lange ich aufnehme. Aber das kann ich erst machen. Ich will eigentlich jetzt nicht Save Staten kurz. Ich werde auch kein Save Staten machen. Erst wenn ich normal save. Aber ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht den Punkt, wo ich es machen werde. Also nur. Das müssen wir uns einen super Punkt. Ich weiß was. Wir springen von der Kante, das ist immer episch. Und dann saven wir. Also in der Luft, versteht ihr? Awesomeness. Ah, da sehe ich auch schon meine erste Kante. Wartet. Ich bin geil. Yay, continue game. Ah, verdammt. Wir haben es nicht geschafft. Wir müssen nochmal. Okay. Oh, verdammt. Ich bin zu behindert. Ich will im Flug. Nein. Ich drücke immer die falsche Taste. Okay, save and quit.